Im Landgericht Oldenburg wurde am Mittwochvormittag der Prozess gegen eine 19-Jährige aus Delmenhorst eröffnet. Der Vorwurf gegen die Angeklagte lautet versuchter Mord. Der Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie im Juli 2012 ihre Freundin mit einem langen Messer verletzt haben soll. Die Freundin war zu diesem Zeitpunkt schwanger und hat aufgrund der Tat nach der Anklage auch ihr Kind verloren. Deswegen wirft die Staatsanwaltschaft der Angeklagten versuchten Mord in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch und gefährlicher Körperverletzung vor. Die Angeklagte aus Delmenhorst wurde direkt nach der Tat festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft in die JVA Vechta gebracht. Das mit mehreren Schnittwunden verwundete 18-jährige Opfer lag infolge der Straftat zwischenzeitlich sogar im künstlichen Koma. Aber nicht nur die lebensgefährlichen Verletzungen belasten die junge Frau stark. Das Opfer ist sehr schwer durch die Tat traumatisiert, weil sie hat ja ihr Baby verloren und das Ganze hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Das war ihre beste Freundin und von daher ist sie halt sehr geschockt und hat das auch noch schwer zu verarbeiten zurzeit. Die genauen Motive der vermeintlichen Täterin sind bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte aus Wut und aus Eifersucht gehandelt haben soll. Was wirklich die Motive sein werden, das wird die Kammer hier im Verfahren festzustellen haben. Deswegen werden auch sowohl die Angeklagte und natürlich auch die Zeugen befragt werden. Unter anderem der Freund des Opfers, der gleichzeitig Bruder der Täterin ist. Voraussichtlich endet der Prozess am 16.01.2013. Dann wird sich zeigen, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet. Je nachdem erwarten die Angeklagte bei versuchtem Mord 10 Jahre Haft oder eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.